großer Gott. Kind, es tritt ein. Komm. Vergesst. Ach, du musst dich nicht hinknien. Nein, nein. Bei uns muss sich niemand mehr hinknien. Außer du bist vor den Höchsten geladen. Und der, so hat er mir gesagt, der will das auch nicht, diese Hinknierei. Weil, wenn man so demütig und so scheinheilig tut, dann kann man den Menschen nicht in die Augen schauen. Und die Augen, sagt er, die Augen sind der Spiegel zur Seele. Ja, da staune ich. Das hat mir doch die Staunen, hat mir doch die Edidna, hat mir doch auch... Bitte um Verzeihung, eure Heiligkeit? Pförtner. Jawohl, Herr Pförtner, ich komme jetzt gerade nicht ganz mit. Macht nichts, ich auch nicht. Sophie Wagner, 21 Jahre, altgebürtig, Pietenfeld an der Leiden, so weiter, so ein braves Leben geführt. Ja, aber ich hab schon einmal passiert. Ja, so ist er. Ja, und ich war nicht immer ganz keusch. Und ich bin nur noch nicht verheiratet. Weißt du, Keuschheit ist nur was für Heilige und da nicht einmal was für alle. Abraham! Was? Schau, für Heilige und für Narren. Und so wie es ausschaut, hat keins deswegen einen Schaden genommen. Die paar Herren. Die paar Herren waren ja ganz zufrieden. Bitte, das müssen wir jetzt herum aber nicht vertiefen, oder? Nein, nein. Du hast ein anständiges Leben geführt. Wenn man sich auch fragen muss, was du so jung schon hättest anstellen können. Bitte, ich hab's mir auch nicht gewünscht, schon nachzukommen. Ja, so wie es ausschaut, hättest du auch noch gar nicht darauf gekommen, dass du in deinem 74. Lebensjahr alles Irdische von dir streichst. Da kenn du gar nicht her. Doch, Herr Kerst. Darf ich wieder runter? Nein, das geht nicht, der Junior. Ist nicht unten und das ist der Einzige, der das vermag. Und der Lazarus, kennst du den Lazarus? Der hat gesagt, wenn man einmal bei uns oben ist, dann will man gar nicht mehr runtergehen. Und jetzt? Was ist denn los? Was stimmt denn mit den Unterlagen nicht? Da haben wir eigentlich gedacht, dass du uns weiterhelfen kannst. Ich weiß nur, dass der Brand, der sich von mir hingestellt hat, sodass mir die Kugel eigentlich gar nicht treffen hätte können. Also muss die Kugel durch den Brandner durch und in mich reingeschossen sein. Welcher Brandner? Ihrer Brandner-Kasper, den müsst du vor mir kommen sein. Schaut's nach, ob da ein Kaspar Brandner vor dem Wald rauskommen ist. Nein, kein Brandner. Nicht einmal ein Kaspar. Nein, gar nichts. Der Kaspar hat die Kugel überlebt und ihn nicht. Da war es eine Zauberkugel. Eine Zauberkugel? Wir glauben ja wirklich an vieles da herum. Aber wir sind ein reines Glaubens-Eldorado. Glaub mir das. Aber eine Zauberkugel, da glaub ich doch mal mir. Jetzt schau sofort, dass du mir dieses Journal von diesem Brand hast. Aber ein bisschen schnell. Jawohl, ich fliege. Übertreib's nicht. Und du, Kaffee, ja, du holst mir den Nefferbuch. Der kennst du aus mit Mord und Totschlag. Aber der sagt doch nichts. Der meint, alles fehlt unter das Beichtgeheimnis. Ich weiß schon, hol den, ich bring schon was raus aus dem. Bitte, Herr Pförtner, ich hol keine Ungelegenheit mehr. Vielleicht hat sie uns in den Papieren verschrieben. Nein. Die Journale, die schreiben sich sozusagen von selbst. Es sind die jeweiligen Seelen, die Bericht abstatten. Das heißt, das ist meine Seele? Nein, normalerweise die Seele, aber jetzt bist ja du. Dass ich mal schon neu weiterschaue, obwohl ich schon da bin. Schaut's aus. Aber normal ist es nicht, oder? Nein, haben wir noch nie nicht gehabt, bisher. Das ist mir aber jetzt zwider. Das muss dir nicht zwider sein. Jetzt kommt der Nepomuk. Nepomuk, Frage. Ist es möglich, dass eine Kugel von einem Gewehr abgefeuert durch ein Mannsbild durchgeht und das Mädel, das dahinter steht,
er schießt. Und das Mannsbild bleibt unverletzt, obwohl die Kugel durch seine Brust gegangen ist. Ist es also nicht möglich? Kann so eine Kugel überhaupt so eine Mannsbrust durchdringen? Also mit den derzeitigen Pistolen nicht. Nepomuk, vergelt's dir Gott. Du hast uns sehr geholfen. Darfst wieder gehen. So, wie es ausschaut, hat dich eine Kugel getroffen, die dich eigentlich hätte gar nicht treffen dürfen. Oder besagter Kaspar Brandner war nur eine immaterielle Erscheinung. Immateriell? Was? Ein Geist, eine Luftgestalt. Geist war er Brandner nicht. Der war lebendig und gesund wie immer. Wo ist jetzt endlich diese Strahl und ist Brandner? Ich komme nicht weiter. Was jetzt? Herr Brandner, ich bin untröstlich. Journal. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Was ist denn los? Wo ich so benebelt bin mit meiner Buchhaltung. Ich weiß, was ist los. Das Journal von das Journal, ja. Brandner, das ist... weg. Was? Nicht da. Unauffindbar. Absent. Herrschaftszeiten, ist das eine Schlapperei da herum? Jetzt wird Hinz langsam herfahren. Was geht denn da vor in meinen Himmelreich? Eine Schlapperei! Der Letzte. Der Letzte? Der Letzte, der sich an die Regale zu schaffen gemacht hat. Ja, war der Letzte, war? Das war... war? Beim Buchstaben B. B. Wer war's beim B? Der Borndl. Der Borndl. Ja. Der Borndl, der ist mir in letzter Zeit sowieso so verdammt vorkommen. Ja, mir auch. Herrschaftszeiten, hol's mir den Borndl aber sofort. Ich hol ihn. Gib mir ein. Bin schon unterwegs.